Hallo. Ja, jetzt kann man mich hören. Hallo. Na, auch hier. So, ja, das. Ich habe ja schon eben kurz vorm Stream schon in Chat geschrieben, es gab eben so ein bisschen so Problematiken mit der Technik. Und ja. Es ist furchtbar. Erst hat hier die Kamera gespackt. Ja, da habe ich schon so für euch quasi die Hoffnung aufgegeben, dass jetzt, ne, nie wieder Hack fressen kann. Also, na gut, nie wieder, also bis ich morgen eine neue gekauft habe. Also, morgen ist schwierig, morgen ist Sonntag, übermorgen. Aber halt für heute wäre es dann halt furchtbar gewesen. Und ja, dann war es ein Problem hier überhaupt, die PlayStation abzugreifen. Wo ist eigentlich gerade? Da. Der Fernseher ist noch gar nicht an, es ist furchtbar. Kannst du ja nicht zocken, wenn der Fernseher nicht an ist. Moment. So. Ja, also, ne, überall nur Fehlerteufel und hast nicht gesehen. So, Frage, die ihr vorhin nicht mitgekriegt habt, weil ich halt mich selbst gemutet habe, weil sich hier alles ein bisschen umgestellt hat, aufgrund eines kleinen Umbaus. Habt ihr eure Kekse dabei? Ich hoffe doch. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe es. So, das ist der falsche Fernsehkanal. Kein Wunder. Das kann ja nichts werden. Moment. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ausgeschwärzt. Moment. Bitte warten. Bitte warten. So. Haben wir das auch? Ich hoffe, er greift das jetzt hier vernünftig ab, weil sonst habe ich da ein kleines Problem. So, wir spielen heute Kingdom Hearts. Und machen an der Stelle weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Quasi irgendwo im Lande von Mulan. Das wird bestimmt super. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber... Und ja... Das wird super, glaube ich. Wenn nicht, ja dann... nicht. Und dann probieren wir es halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und... Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal rüber in die Zockerecke. Und machen hier schon mal Musik aus. So. Und dann hoffe ich, dass jetzt... der restliche Abend relativ fehlerfrei abläuft, ohne großartig... technische Differenzen. Willst du alle Borderlands-Teile spielen? Und wenn ja, würde ich dir raten, spielen nach Borderlands 1, The Pre-Sequel und dann Borderlands 2. Und ja, habe 2 Döner und 5 Butter-Gigs-Packungen. Irgendwann in Klammern TM kommen wir halt auf weitere Borderlands-Teile. Allerdings werden wir es halt dann tatsächlich chronologisch in der Reihenfolge veröffentlichen. Oder Let's Playen, wie sie halt auch erschienen sind. Also kommt dann halt nach Borderlands 1 dann auch Borderlands 2. Und deswegen mal gucken. Ja, wir wissen halt jetzt auch noch nicht, wann das überhaupt möglich sein wird, dass wir halt weitere Borderlands-Teile halt spielen werden, weil das halt immer so ein Ding ist mit der Absprache, ne? Da hat der eine keine Zeit, da hat der andere keine Zeit, und bei 4 Leuten das so organisieren und das bei meiner knappen Zeit ist halt schon so ein Ding. Aber halt irgendwann, in Klammern TM, machen wir auch weitere Borderlands-Teile. So. So viel dazu. So, jetzt aber erstmal zu Kingdom Hearts 2. Das wird super. Das wird toll. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, ich bin auch heute echt so ein bisschen so... irgendwie ist auch heute die Zeit schon wieder so verlaufen, ohne ich weiß, wo ist sie eigentlich. Furchtbar heute. Furchtbar. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen zu lange geschlafen habe. Also, wenn es für mich heißt, lange schlafen, dann bin ich um 8 aufgestanden. Und, ja. So, und hallo Psycho und hallo Larion. Hey! Nein, ich will kein neues Spiel. Ich will laden. Willst du in den Laden? Nein, ich will einen Laden. Was? Nein. So, und Frage, wann kommt Warcraft 3? Weil Warcraft 2 wird langweilig. Warcraft 2 ist ja jetzt nächste Woche endlich vorbei. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass ich das diese Woche noch zu Ende bringen kann. Aber nein, es ist nächste Woche. Und wenn es für dich langweilig ist, dann guck's halt nicht. Das ist okay. Warcraft 3 wird dann halt im selben Atemzug genauso langweilig. Ist halt so. Warcraft 3 kommt irgendwann Sommer 2017. Frühestens. Macht, weil ich schon arbeiten. Ja, ich nicht. Ich hatte heute frei. Kommt nicht oft vor, aber so hin und wieder kommt das vor. Ne? Und hey, Hellboy, hey! Nein, ich spiele jetzt mit dir kein Starcraft.
Nee, jetzt gerade ist schlecht. Bevor du fragst. Schon die Antwort da drauf. So, was sollten wir denn jetzt hier tun? Wir hatten jetzt hier seine Möchtegern-Prüfung hier abgelegt. Höhere Aufgabe ist es, den Weg über den Gipfel zu sichern, damit unsere Kompanie unbeschadet passieren kann. Ich habe veranlasst, dass man euch zum Gipfel durchlässt. Enttäuscht mich nicht. Okay. Okay. Es wird schon. Irgendwie. Hoffe ich. Was? Ich will dich aber supporten. Und was dann erst? Hä? Hä? Was willst du? Mir macht Warcraft 2 immer noch Spaß. Nur, ich finde die Folgen sind zu kurz und gehen zu schnell rum. Ja, das wird sich auch nicht ändern in Warcraft 3. Ne, ich werde da jetzt nicht sonderlich die Folgenlänge verlängern oder sowas. Ne? 15 Minuten ist halt Standard-Display-Zeit und mehr kriege ich halt auch nicht hin. Da müsste ich halt gänzlich viele andere Dinge einfach beenden. Und dann kommen sie halt nicht mehr. Und das kann es ja auch nicht sein. Na, dann lasse ich es lieber bei Viertelstunde, was immer noch eine Durchschnittszeit ist von sonstigen Let's Plays. Und dabei bleibt es. Hey, ihr Luschen. Hey, ihr Nix, du Lusche. Ah, schön. Oh, okay. Hätte ich auch nicht gefragt. Also, zweite Frage. Ja. Gut so, Hellboy. Weiter so. Und was? Warcraft 3 kommt erst im nächsten Sommer? Ja, also Sommer, Herbst, so ungefähr. Vorher wird das nicht kommen. Was? Das Tor ist von einer Seite verriegelt. Du kannst jetzt nicht durch. Doch, ich kann. Ich kann. Wenn ich will. Oder auch nicht. Sollen wir da lang? Ich weiß es nicht. Sag mal, hat er mich gehauen? Soll er mich hauen? Ich glaube nicht. Yay, Level Up für Magiekraft, für Donald. Yay. So. Aha. Wusste ich's doch. Ein Vogel. Schnell zu Berggipfel, sieh zu, dass die Moral heißt. Ach, ach, ja Gott, wieder das mit der Moral. Ach, da war ja was. So. Oh Gott, das wird ja lustig. Das wird ja lustig, das wird toll. Ich bin jetzt schon endlos begeistert davon. So. Nicht lange fackeln, einfach mal machen hier. Alter, hast du mich gehauen? Sollst du mich hauen? Ich glaube nicht. Lässt du mich mal in Ruhe hier. Boah! Oh, wo sind deine Kekse? Die liegen hier gerade neben mir. Ich kann gerade schlecht zu denen hingreifen. Besonders weil, ne? Deswegen. Du hast mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Du hast dafür gesorgt, dass ich sterbe. So viel zum Thema, du willst mich supporten. Ah, schön. Aber meine Kekse sind hier und dort und überall und hast du nicht gesehen. Sie sind auf jeden Fall da. Was kann ich denn da überhaupt machen? Ach, ich kann das verschieben. Aha. Wow. Ich war es nicht. Glaube ich. Ach, jetzt muss ich da hinten die Kiste auch wieder neu öffnen. Ach, da haben wir auch noch eine Kiste. Ist es denn eine Possibility? So. So, wie ging das hier mit dem Drive? Wir haben ja Drive maximal 3. Oh Gott. Na, hast du in der letzten Woche halt das Spiel begonnen und weißt schon nicht mehr, wie das hier überhaupt geht. Es ist furchtbar. Abartig, könnte man auch sagen. Alter. Scheiß mächtiger Magier hier. So. Ah,
Man muss aber auch sagen, das Kampfsystem hier erinnert mich leicht an den Kampfsystem jetzt derzeit in Final Fantasy XV, was ich schon nebenher spiele. Na, Final Fantasy XV, ihr könnt froh sein, dass ich mich losreißen konnte. Für den Stream heute. Furchtbar gutes Spiel. Ja, komm, ich soll da hoch, ich weiß. Ja, komm, mach ihn. Erstmal hier nervigen Magier, der muss weg. Yay, ich bin durch. Sag mal, geht das hier schon wieder los? Muss mich immer warm spielen hier. Irgendeine Ausrede muss ich ja finden hier. So wird das ja nix. So, ich bin durch. Wer noch? Ich will die Kiste. Danke. Aua. Sag mal. Das konnte ich gar nicht in Ruhe lesen, was ich jetzt eingesammelt habe. Verdammt. So. Oh. Seid aber auch heute echt sehr ätzend, ne? Ein Hauch von ätzend. Ein sehr intensiver Hauch. Schon fast Mundgeruch. Ich bin durch, Fingeraua. Das kann man auch anders interpretieren. Aber jetzt hier, ne? Wo ich hier gerade unten rechts sehe, hier diese Drive-Leiste, die ich da habe. Wozu war die nochmal? Ich hab schon echt vergessen. Da oben ist eine Kiste. Ich will die Kiste. Komm ich da nicht hoch, ne? Hallo? Ha! Mit Glück und... naja, weniger Verstand. Und da oben ist hier so ein Krönchen-Gedöns. Was man theoretisch auch mal einsammeln könnte. Wenn das wirklich nicht wäre. Seid aber auch ätzend. Oh Gott, was ist denn das für ein Dicker? Mammut, hast du einen Adventskalender? Nein. Einfach halt, ne? Aus dem einfachen Grund, einen Adventskalender kauft man sich nicht selbst, sondern lässt man sich schenken. Schenkt man mir nicht. Ist halt so. Alter! Boah! Hatte eben 3 Stunden Nick oder Enzer gespielt. Das kann man auch fühlen, okay? Okay. MP-Aufladung. Ist die MP-Leiste leer? Ja, das will ich doch gar nicht wissen. Ja, ist ja okay. Okay. Ganz weit. Ach ja. Okay. Lädt Form aus, aha. Bei Zeiten. Was ich jetzt unter anderem machen wollte. Links, rechts, bitte invertieren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es nervt gerade. So, dann. Abilities. Was haben wir denn wieder Schönes? Wir haben so viel, dass wir anlegen können. Was trage ich denn gerade? Ich habe keinen Combo-Boost. Den Schaden, den einen Combo-Abschlussgriff verursacht. Ja, okay. Mach mal anlegen. Erfahrungsboost geht nicht. Wenn mir dafür ein Punkt zu wenig zur Verfügung steht, dann mach das mal nicht anlegen. Mach mal lieber das hier rein.
Das nehmen wir. Jo. Dann Heldenform. Omega-Finale. Drücke Quadrat während einer Kombo im Abschluss. Ja, okay. Sportsfreund Level 1. Springe ein wenig höher als normal, je länger du... Ah, okay. Die muss ich jetzt aber nicht extra anlegen, ne? Okay. Wie benutze ich dann die Form mit den zwei Schwertern? Ich hab doch keine Ahnung. Weißt du, was schön ist? Ich habe einen neuen Laptop und jetzt kann ich StarCraft 2 noch besser zocken, weil jetzt alles schön flüssig ist. Freue mich schon auf den nächsten StarCraft-Stream. Oh ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf den nächsten StarCraft-Stream. Glaube aber nicht, dass das dieses Jahr noch was wird. Ne, weil jetzt für die nächsten beiden Wochen sind halt andere Streams geplant als StarCraft. Und deswegen, ne? Ist es halt alles so eine Sache. So, hast du etwa keine Freunde? Doch schon, aber da schenkt man sich keinen Adventskalender. Also, grüß dich nicht. Ich meine, ich schenke dir ja auch keinen Adventskalender. Nee. Von daher, nö. Mensch, Mammut, typischer Start. Oh ja. Hör mir bloß auf. Hör mir bloß auf. Da liegt ja noch was. Da liegt ja noch was. Oh, es ist meins. Oh. Yay. Okay. Und jetzt gleich nochmal den Gipfel hoch. Bitte mit ohne sterben. Das wäre voll Töfte. Aber allein schon, wie die Moral gesunken ist, ist ja furchtbar. Ah, wir kriegen das hin. Hoffe ich. Wenn nicht, ja, dann haben wir halt diesen Stream für die Ewigkeit. Der mir nochmal so schön unterstreicht, warum ich mich selbst als 100% skillfrei bezeichne. Klingt komisch, ist aber so. Boah, und das erste, was ich bekomme, ist natürlich erstmal ein Schlag auf den Dez. So, die Moralkugeln bitte einsammeln. So, und durch da. Was wechseln? Ach so. Oh, das ging jetzt aber relativ gut für meine Verhältnisse. Bin ich nicht gewohnt. Speaking of Geschenke, ich hatte was im Bücherladen gesehen, was ich dir schicken würde. Braucht aber mehr stabilen Verdienst. Oh. Sollst du mir doch nicht Sachen schenken? Wo kommen denn da hin? Das geht doch nicht. Wenn du in die Luft geworfen wirst, drücke die Kreistaste, müsste doch. Ja. Ich vergesse immer wieder, dass ich diese Möglichkeit überhaupt habe, weißt du? Ich weiß, dass ich diese Ability extra ausgerüstet habe, damit ich dann halt, ne? Und so. Aber ich vergesse das dann immer zu nutzen. Da, ich hab's mal genutzt. Ich hab's genutzt! Oh mein Gott! Hast du schon das Kartoffelrezept probiert? Nein, noch nicht. Aber
es ist für nächste Woche geplant. Hab ich mir echt geplant. Na, einfach weil, nächste Woche wollte ich wieder Kartoffeln kaufen. So ein paar. Und dann ausprobieren. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich mache das Dreieck mit dem Beppo, aber nö. Dann nicht. Eis! Eis, Eis, Baby. Das war nicht so toll, wie ich es mir aber vorstellen kann. Hat die nicht irgendwo blocken? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ob ich sowas überhaupt habe. Oh nein, ich glaube, ich hatte kein Ausweichen. Ach ja, das war die Konterattacke, ne? Wenn das für Team, wenn ich wäre und wenn ich dafür geeignet wäre. So. Jetzt auf den Dicken hier drauf. Geht doch. Geht doch. Schön, ich werde zumindest geheilt. So, jetzt kann ich mal in Ruhe die Kisten öffnen. Oh, was? Noch einer? Was? Warum? Warum? Warum kommt da noch so ein Freak? Alter, das ist ein Shortcut für Zauber. Ach ja. Da war ja was. Und ich wähle das extra im Menü aus. Ich mache das total umständlich. Obwohl ich das ja eigentlich schon von Teil 1 kenne. Also nochmal in locker und geschmeidig. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt meine Abilities nochmal neu aussuchen? Ach ja, ich bin ja Kampf, ich kann ja nicht ins Menü. So. Dann. Ja, MP-Dingens. Ist da irgendwas, was ich noch wirklich wichtig brauche? Nein. Form Abilities and Fix. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wie ich die einsetze. Ich weiß doch nicht, wie ich dann hier die Form ändere. Ich würde es gerne wissen, aber ich habe doch keine Ahnung. Damals ist nicht angelegt. Warte. Anlegen. Anlegen. So. Heldenform. Die sind ja alle ausgerüstet, standardmäßig. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht mit der Heldenform. Ich denke mal, dazu ist diese Drive-Leiste da. Aber wie ich das benutze, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Drücke das Steuerkreuz nach links oder rechts. Da unten, aber das kann ich nicht benutzen. Wann kann ich denn das benutzen? Ja, weitere Befehle diesbezüglich habe ich nicht. Also auf ein neues. Wir spielen ja hier schon eine halbe Stunde und sind noch nicht einen Meter weit gekommen. Wow. Mal wieder typisch, wenn man mit mir streamt.
Ich muss mich halt erstmal warm spielen. So. Du darfst sterben, danke. Moralkügelchen, bitte, danke. Problem ist halt auch, die Moral lässt doch einfach über Zeit nach. Das ist so, oh. Und einfach so auf den Felsen draufdonnern hilft halt auch nicht, weil mich dann halt die Gegner unterbrechen. Oh. Dachte ich so, ne, mal eben schnell hier irgendwie durch, aber nö. Ist halt einfach mal nicht drin. So. Vom Drive kommt immer auf die Kompanie an. Ach ja, wir haben ja Goofy gar nicht dabei. Ach ja, da war ja was. Stattdessen müssen wir hier mit Mulan rumlaufen. Siehst ja, wie toll die ist. Ich bin regelrecht begeistert von der, so toll ist die. Und ich wundere mich, warum ich das nicht machen kann. So, Dickerchen. Alter! Ja, mal Kügelchen einsammeln. So. Ich will da hoch. Danke. Ist es denn eine Possibility hier? Alter, wollte ich gerade die Dreieck-Taste drücken, weil da halt, ne? So und so und so und so ein Dreieck um den Gegner war. War ich aber nicht in der Lage zu. War einfach mal nicht drin. So. Wir holen uns nochmal die Kiste von da hinten. Und die Krone. Ja, nö. Hallo. Du hast vorhin auch die Kante genommen. So. Manchmal sind die Clipping hier einfach ein Traum, ne? Ja. So war das gewollt. Nicht. Und noch ein Metriersplitter. Und der Freak ist schon wieder da. Ich weiß nicht, was ich hier getan habe. Oh. Hatte ich nicht irgendwo eine Ausweichentaste? Das ist doch ätzend so. Und dann geht's natürlich noch weiter. Alter, Achtung, du machst dich ja total nach dem fünften Versuch. Es gibt 5 Drive-Formen, 3 von ihnen kannst du, glaube ich, beeinflussen. Mit den Teammates, okay. Ja, und Wechseln, was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Ein Formel von einem Mann. Danke. Ja, ein Mann, der versucht, männlich zu reden. Es ist... Ja, ich, ne? Aber der Hauptmann. Hauptmann. Ping hat sich wacker geschlagen. Ach, Jock.
Ja, ich kann schon laut sagen. Gut. Ich lasse ihn meiner Einheit beitreten. Aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass er das Zeug zu einem echten Soldaten hat. Warum nicht? Schon gut, Sora. Ich finde schon noch einen Weg, mich dem Hauptmann zu beweisen. Ich brauche nur die Gelegenheit dazu. Die Einstellung lobe ich mir, Ping. Ich erwarte nichts, daher schaue ich dir auch zu. Du bist manchmal so furchtbar nett. Jawohl. Immer weiter so, Ping. Danke. Also jetzt da weiter hoch, ja? Nein, ich weiß ja nicht. Können wir das schaffen? Nö. Also gut, Mädchen, hier hast du deine Gelegenheit. Ich habe den gerade üblen Kerl gesehen. Das war ganz sicher Shan Yu. Shan Yu? Das ist der Anführer der Hundenarmee. Das müssen wir den Hauptmann berichten. Genau. Moment, Moment, Moment. Lass uns alle unsere Kräfte benutzen. Köpfe. Nicht Kräpfe. Kräfte. Ja, Kräfte. Also, warum sind wir hier? Doch wohl, um den Hauptmann Mulans, ich meine Pinks, Talente aufzuzeigen und ihrer Familie Ruhm und Ehre reinzubringen. Also, lasst uns Shan Yu auf eigene Faust suchen gehen. Und wer weiß, mit etwas Glück können wir ihn vielleicht sogar endgültig abservieren. Obwohl wir uns auch unsere Lorbeeren verdienen, wenn wir ihn nur aufspüren. Davon wird Hauptmann Muskelpotz einfach Notiz nehmen müssen. Gut, lass uns gehen. Wir helfen gerne mit. Das ist eine Lüge. Dann kann's ja jetzt rund gehen. Shan Yu ist in einer Höhle außerhalb des Dorfs. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Anders hinsetzen hier, Moment. Oh. Was? Karte vom Berg. Ja, super. Ich wollte schon immer zum Berg. Was? Also Mama, und erinnere dir mal Form, die du früh im Spiel bekommen kannst. Zwei Schalterformen, dafür brauchst du Goofy. Magierform, dafür brauchst du Donald, aber ich weiß nicht, wann genau du die bekommst. Na dann. Ja gut, die zwei Schwerterformen, die haben wir ja im Prinzip schon. Aber wir können sie halt nicht benutzen, weil wir halt nicht Goofy dabei haben, verstehst? So, warte. Sollen wir uns hier vielleicht nochmal umgucken, ob hier vielleicht noch irgendwie was ist? In diesem kleinen Dörflein. Oh, wir sind hier in Mokri. Guten Tag. Einkäufe. Ach so, ein Shop. Informationen. Items aus Läden, in denen du bereits warst, können auch in den Läden in großen Städten erworben werden. Aha. Item herstellen. Alle in der Truhe angesammelten Materialien für die Herstellung abgegeben. Alle in der Truhe angesammelten Formeln abgegeben. Okay. Ich finde eine Sorte von Material. Wo haben wir? Formelanalyse. Driver. Aha. Aha. Materialien. Materialienliste. Und das ist die Sammelziele Gedöns. Und damit kann ich ja nichts machen, weil mir ein Cyanid-Splitter fehlt. Okay. Gut, was kann ich denn kaufen? Elfentuch. Und anderes Gedöns. Nö. Nö.
Also, nö. Hast du noch irgendwas? Wir wissen nicht, wo der Feind ist oder welche Fallen er aufgestellt hat. Seid auf alles vorbereitet. Ja. Okay. Siehst du mal, ein Erwachenteil. Mageform bekommt man, glaube ich, entweder in Beastschloss oder in Port Royal. Und die Master war, glaube ich, in Hollow Bestien. Aha. Okay. So kann es gerne im Hochlandpass? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich da hin will oder doch eher in die Richtung. Eigentlich will ich ja Richtung Berg, ne? Wie gesagt, es gibt noch drei andere, aber ich weiß nicht, wie du von ihm beeinflussen kannst. Ja, okay. Was? Shanyu ist in diese Höhle gegangen. Welche Höhle? Ach, diese. Ja, dann gehen wir da mal hin. Höhle vor dem Dorf. Yay, ich hab's kaputt gemacht. Kaputt machen kann ich gut. Ja, auch nochmal. Kaputt machen. Einfach mal kaputt machen. Wenn es mal dir länger dauert, kaputt machen. Wow, diese Explosionskraft. Unglaublich. Ein Abilitamin. Gesundheit. Und ein Finstersplitter. Alles total mega wichtige Materialien für später. Hallo. Sackgasse. Niemand hier. Das gibt's nicht. Schau nochmal. Oh, mal sehen. Da. Was? By the way, ich schnall's immer noch nicht, wie man nirgendwo Goofy in dieser Auftauchung. Was? Okay. Warte auf mich, Donald. Hey, wartet. Was? Was ist das? Da, dam, da. Sora. Ping. Dam, dam, da. Und wir sind doomed. Ach du Scheiße. Ich glaube, es hackt. Besiege alle Herzlosen. Aber auch sonst nichts zu tun. Alter. Ich hasse den. Hab bestimmt noch gar nicht erwähnt, aber ich hasse ihn. Mit Leib und Seele. Ah nee, ausweichen war glaube ich auch wieder so ein Ability-Ding, ne? Aber wie soll ich dann bitte schön, wenn er... Dingens macht hier sein Dingens ausweichen. Das ist doch... Weißt du, der macht eine Attacke und... Da macht er sie. Und dreht sich immer in meine Richtung. Ist doch ätzend. Spielerisch gesehen ist es echt ätzend. Oder ich bin einfach nur zu unfähig. Das würde ich nicht, will ich nicht für unmöglich halten. Ne? Aber es ist trotzdem ätzend. Nein, die Herzlosen hier sind nicht wirklich das Problem. Oh, nö, nicht noch so einer. Ja, ja! Ich komme auch so gut gegen euch an, ne? Bist du einmal dran, macht er hier seinen Wirbel. Ich kann kotzen.
Nein, du sollst eigentlich auf der anderen gehen, aber nö. Einfach nur weil nö. Hallo, hast du nicht eben erst ein Item genommen? So, bitte warten. So! Oh. Ja, Magie-Spell. Ach, das war Ether. Ja, ihr habt das im Eifer des Gefechts nicht so wirklich gelesen. Guck, gekämpft, Pink. Du warst groß. Sie hat nichts gemacht. Mein Herz, sie hat nichts gemacht. Alles in Ordnung? Ja, dank Ping. Dir hat nichts gemacht! Na los, schnell, dem Hauptmann bericht der Stadt. Ja, ihr mich auch, ja. Ping war die Beste. Du mich auch, Joker. Du mich auch. Aber Shanyu war nicht da. Doch, der war da. Ich bitte euch, wen interessiert der olle Hunde? Ihr erzählt dem Hauptmann, wie 1000 Erzlose die Höhle gestürmt haben, die Pink dabei alle alleine fertig gemacht hat. Nichts getan hat, Sir! Aber bei ihr kannst du was abgucken. Pink ist wie Chuck Norris. Sie kann Gegner mit nichts machen. Was? Mit nichts machen töten. Ja. Ja. Du mich auch, Joker. Du mich auch. Was haben wir denn hier? Sieht so aus, als wäre das hier ein Symbol für den Frieden errichtet worden. Klar, sieht eindeutig nach Frieden aus. Würde ich auch so sehen. Okay. Na guck mal, jetzt könnte ich auch Drive einsetzen. Faszinierend. Warum mache ich die eigentlich kaputt? Ich habe keine Ahnung. Kannst du über den Menü einstellen, wie deine Kumpanen reagieren, okay? Ping hatte wohl einen schlechten Ping. Badumtsis. Ja. Hey, guck mal, da hat's gebrannt und ich war nicht dabei. Oh. Der Hauptmann. Captain. Don't overdo it, Captain. It's just a scratch. No. Es ist bloß eine Fleischwunde. Captain, the enemy. Where did they go? They went toward the summit. We'll stop them. It kinda is our fault. Right. You mean my fault? Sean, you and the Heartless did this, not us. Captain, if you track down the villagers, we'll handle this. Hat das Lager gelegstappt? Ja, ich glaube auch. Let's go. Pack das Weihnachtsente rein, wieder wichtig. Ja, ich habe mir auch gewundert, warum Donald jetzt im Team war. Aber ja. Donald sollte ich definitiv dabei haben. Okay. So. Gruppe. Austauschen. So. Das ist das. Dann will ich meine Items hier mal wieder haben. Hier. Pack mal ein paar Potions rein. Ein paar Potions. Ach ja. Ach. Das war ja das Spiel, wo du dann einfach dann jedes Item einzeln in der Leiste haben musst. Ja. Was? Was kann ich da umschalten?
Ah, Tee? Brauchen wir nicht. Okay. Die hier könnten eigentlich auch mal was haben hier. Abwehrkraft ein wenig. Ist okay. Haben wir hier noch was? Nö. Denen gebe ich keine Items. Nee, die verschwenden sie wieder nur. Das kennen wir doch schon. So, guten Tag. Ich habe Shiny Hu mit meinen eigenen Augen gesehen. Das war meine eigene. Ja, ja. Ein Falk saß auf seiner Schulter und er hat gelacht. Er hatte so ein Leuchten in den Augen wie ein wildes Tier. Ich habe gezittert. Ich zitter immer noch, weil es so kalt ist. Ich verstehe, wie die Dorf gemacht haben. Wen kann jemand nur so brutal sein? Ach, das geht relativ einfach, spiel mal Inferno Knights. Wir können ihnen das nicht durchgehen lassen. Lasst uns denen zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ja, okay. Was ist eigentlich der andere? Das sind doch immer drei. Na egal, wir speichern das mal. Hat die automatisch nach... Ah! Okay. So. Okay. Das ist dafür, dass nach einem Kampf die Items auch mal... Ah, okay. Schreibwechsel auch nochmal. Okay. Ja, ist ja gut. Ich bin doof. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Das ist aber auch nichts Neues. So, gib mal das Ding her. So, eine Kiste mit was drin. Ein Cyanid-Splitter. Hallo? Ich habe eben hier schon gesagt, er sollte Feuer einsetzen. Hat da aber nicht gemacht, hat da. So. Jetzt weg mit dem ganzen Zeug hier. So, und die Kiste öffnen. Jeder war anfangs doof. Wir helfen gerne. Ja, ich bin aber auch gerne zum Ende eines Spiels immer noch doof. Ehrlich. Was können wir denn da machen? Windtritt? Wofür? Wofür? Ah, okay. Wahrscheinlich, um irgendwo hochzukommen, um irgendein Secret zu erreichen oder sowas. Aber hier ist nicht so unbedingt was. Okay. Zum Beispiel Dark Souls nie ohne mich durchgemacht. Ja, Enix, da sagst du was. Da sagst du was. Das ist also die Mongolen-Armee. Ah, nee, Hunden-Armee. Attack! Aber Demon's Souls habe ich ohne dich durchgemacht. Gefährten wurden ausgetauscht. Warum? In der Gruppe? Niemand? Aus der Gruppe? Was? Ach, ich muss jetzt alleine kämpfen. Okay, ich verstehe. Jeder kämpft für sich. Ist okay. Ach, du Scheiße. Aber sonst geht's euch gut, ja? Was ist das? Nicht nachfragen, töten. Ja, ist ja gut. Alle soll ich töten. Aber sonst geht's euch gut, ja? Aber ich soll jetzt einfach nur über Zeit bestehen, okay. Ich verstehe. Noch so ein Vieh. What? Wo kommen die auf einmal alle her? Hallo? Nimm eine Potion hier. So.
Und ich schaffe hier gerade mal so um die 30 von den Herzlosen. Das ist bestimmt ein bisschen wenig, was? Achso, Zeit ist abgelaufen, okay. Ja, ich hatte Erfahrung. Das hat's leichter gemacht. Dreieck, Mammutdreieck, das weißt du. Stand back. We'll handle this. Sorry. Flint, huh? Flint, I need some. Wait a second. You're going the wrong way. Yes, Captain. Er kann auf einmal einfach so stehen. Mit seiner Fleischwunde. Er hat keine Zeit zum Bluten. Oh nein, jetzt soll ich auch noch weglaufen? Nein, bitte nicht. Zum Glück nicht. Shit. Thanks, Ping. It was nothing. I should never have doubted you. From now on, you have my trust. Thank you, Captain. Man, first she uses me as a lighter, then she turns me into a cannonball. The head ancestor's gonna hear about this. You know, that's it. I give up. I can't take this no more. Come on, Mulan. Let's quit this charade and go home, girl. Mushu. What? Mulan? A woman? It can't be. Dun, dun, dun. Ping! Captain! Oh, boy. You're okay. You all knew, didn't you? You knew Ping was really a woman in disguise. Boop. I can't believe you lied to me. The punishment for high treason and dishonoring the army is death. Get out of my sight. Now. You're all dismissed. But, Captain. My debt is repaid. The Emperor is waiting. Move out! Mulan, I blew it. Schäm dich, schäender kleiner Drache. Thank you, everyone. Sorry I got you in trouble. It's no big deal. So, Ping. I mean, Mulan. What are you gonna do now? Go back home. You know your daddy's gonna be steamed as a chicken dumpling. Relax. We'll take our share of the blame. Thanks. You're all wonderful friends. Und hallo Adler, hallo Templerschaf. Habt euch verlaufen, ja? Was? Ping ist jetzt wieder Mulan. Ping war die ganze Zeit Mulan. Mulan hat neue Abilities gelernt. Das ist toll. Mammut, sag mal, kennst du Monster Hunter? Ja, ich habe aber bisher nur Monster Hunter 3 gespielt auf Wii U. Weil, ne? Bis vor kurzem noch kein 3DS und noch nie vor Monster Hunter gespielt, aber irgendwann werde ich das auch mal großartig nachholen. Monster Hunter 3 habe ich auch nie wirklich sehr weit gespielt, weil keine Zeit.
Also. So, jetzt kann Mulan wenigstens ordentlich kämpfen. Lese ich, nachdem ich das ausgetauscht habe. Das Kommando Limit wurde hinzugefügt. Drücke die linke Taste, um das Kommandomenü umzuschalten. Und wähle dann Limit aus. Okay. Limit Moves sind Abilities, die Soras MP verbrauchen und so zusammen mit Gefährten ausgeführt werden. Ach, da unten. Okay. Die Sache ist halt, dass ich vom 3DS bisher noch keine Let's Plays machen kann. Das nervt mich so ein bisschen. It is alive! Shan Yu! He's alive! He's heading for the Imperial City! We've got to warn Shang! Hey, es lohnt sich, die Charaktere der Welt dabei zu haben. Na dann, ne? Probieren wir es mal. Der arme Goofy, der wird hier voll benachteiligt. Wenn du kannst und eins der beiden Games hast, gib Bescheid, ich queste im Online-Modus mit. Ah, okay. So, erstmal speichern. Speichern? Ich würde halt gerne erstmal irgendwann Monster Hunter 3 wirklich weiterspielen. Irgendwann. Ein Spiel, wo halt auch viel gesagt wird, dass es sich auch mehr lohnen würde, das auf dem 3DS zu spielen als auf dem Wii U. Hat sich mir bisher nie wirklich erschlossen, wieso, weshalb, warum. Aber wird wohl seine Gründe haben. Aber dennoch spiele ich es auf dem Wii U. Ich laufe jetzt überhaupt richtig. Der steht da gut. Der olle Zentaure. Ja, da ist ja noch einer. Weil ich die ja so mag. Ne? Probieren wir mal Limit. Okay, probieren wir kein Limit. Mehr Limit. Rote Rakete, rote Rakete! Ah! Ah! Okay. Was zur Hölle habe ich gerade getan? Ich frag ja nur. Aber das... Ich meine, das könnte sich lohnen auf lange Sicht. Ich habe es jetzt zumindest mal ausprobiert. Hey, Jiraiya, hey! Der dritte Teil ist einer der schlechtesten, leider, weil die Unterwasserkämpfe sehr schwammig in der Steuerung sind. Und gut, dass ich davon noch nichts hatte. Na, mal gucken. Irgendwann. Wenn du die Limit Moves aktivierst, am besten immer abwechselnd Dreieck und X drücken. So greift Sora als auch der Held mit der jeweiligen Welt an. Und gib mir Schaden, okay.
Na gut, weiß ich Bescheid. Rote Rakete, really? Jeder, der das Hausbar kennt, ist ja eine rote Rakete. Ist halt so. Shang! Shanyu is alive. He's headed this way. And why should I believe you this time? But she's telling you the truth. Donald ist sowieso der Beste. Guard the palace! Do not let the enemy get anywhere near the Emperor! That's an order! Dum dum da! Captain, we'll secure the courtyard and you can save the Emperor. That's an order! Das sind wir schon die Befehle erteilen. Ich glaube, exakt. Limmermoos kannst du auch über 3 gestatten. Muss ich immer nach links dafür, okay. Ja, wie ich jetzt auch nichts geschissen krieg hier, ne? Okay, er kann nicht sein Eis hochschießen. Ist okay, ich komme damit klar. Yay, ich wurde geheilt, yay! Das passiert auch nicht oft. So. Würdest du bitte dein Gesicht zu mir drehen, damit ich dir besser in die Fresse hauen kann? Das wäre echt sehr freundlich. Danke. Alter! Hey, Benny tot, hey! Aua! Hauptsache ist, ich bekomme Schaden. Halt doch mal still. So. Der Kaiser ist in Gefahr. Dann verlieren wir keine Zeit. Und laufe und laufe ganz langsam. Immer dieses Schwarzblenden hier. Palasttor. Hey, guck mal, wer da steht. Hey. Now you bow to me. Boss time! Oh Gott. Beschütze die Tore und besiege Shanyu. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das jetzt gut? Aber ich habe jetzt X und Dreieck die ganze Zeit abwechselnd gedrückt. War das jetzt sehr effektiv? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe doch. Ich hoffe, es war einigermaßen so richtig.
Was? Ach so, Dreieck drücken. Oh, komm schon. So. Geht doch. Vogel, Vogel. Vogel muss weg. Oder Vogel will nicht weg. Ich hab keine Ahnung. Da. Sag mir mal hier zum Vogel. Problem am Tor. Problem am Tor. So. Ja, ist ja gut. Ja, nun wieder. Aua, das tut weh, Mann. Da, rote Rakete. Yay. Oh Gott, 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 oh Gott. Da, da, es macht Schaden. Ist es tot? Immer noch nicht, was? Ach so, ach. Das sind mehrere HP-Leisten, die der Typ hat. Ich verstehe. Ich dachte mir schon so, hä? Was ist dieser kleine Punkt da unterhalb der Lebensleiste? Ich dachte erst so, das ist so eine Art Lebensanzeige für den Vogel oder sowas. Aber jetzt verstehe ich das. Ist okay. Aua. Donald, ich brauche einen Heal. Werd nicht zum Duo hier. Donald hat mich geheilt. Ist ja unglaublich. Da! Da ist er down! Down ist er! Oh, Goofy kriegt auch ein Level-Up, obwohl er gar nicht dabei war? Ist er davor auch, ne? Oh, okay. Oh yeah! Mulan's the best! Mulan's the best! Now wait a minute, I'm the best! Mushu's the best! Mushu's the best! Ja, natürlich. Eigenlob stinkt. I've heard a great deal about you, Fa Mulan. You stole your father's armor, ran away from home. Impersonated an imperial soldier. You deceived your commanding officer, shamed the entire Chinese army, and dishonored your family name. We get the picture. You're a young woman, and in the end, you have saved us all. Your Excellency. Captain Lee. Take this so the world will know what it is you have done for China. Thank you. Mulan. Yes? Sora. Sir. Donald. Goofy. Yes, sir. Thank you. Thank you. Is that all there is to say, Captain? If you wish to win the heart of Fa Mulan, China's bravest woman, you'll have to be a bit more eloquent than that. Can I get an autograph? Thanks for everything, Sora. Das ist kein Ja. Now they gotta let me go back to being a guardian. They gotta! But Mushu, I thought you already were a family guardian. What? Oh, no, no, don't even worry about that. That's just real technical, just for us guardians. You tricked us! No, 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 no. See, I just didn't want to bog y'all down with all the guardian needs. See, it's very complex, a lot of fine print, you wouldn't understand. Huh?
Das Licht ist blendet. Und das, ich hab Dreck auf dem Fernseher. It's about time to be moving on. You shall be missed. Is it okay if we come back to visit? Of course. We will look forward to your return. You two play nice. Whoa. Watch it, soldier. Goodbye, Sora, Donald, Goofy. Yeah. Yay, verborgener Drache stellt proportional zu erlittenen Schaden die MP wieder her. Okay. So, das heißt, wir können jetzt in die nächste Welt reisen, ne? Oje, 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 oje. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, da komme ich gar nicht lang. Dann hätte ich da eine Tür, die könnte ich aufmachen. Oder aber hier. Ach, das hier ist hier das Schloss hier von Das Biest. Und das ist... Müsste Herkules sein. Wenn ich das richtig deute. Gehen wir es mal hier hin. Einsatzfliegen. Boah. Was muss, das muss. Okay, okay. Was? Ich will keinen Gummi-Editor, ich will einfach nur starten. Was? Wird schon. Was auch immer. Wird schon. Echt, Dainky, kennst du dich aus? Lachen, Pedo, ist so. Also ich habe keine Ahnung, aber wenn du das sagst, wird bestimmt seine Gründe haben. Yay, durch da, durch da, yay. Ja, es ist so hell und ich muss jetzt immer wieder auf diesen Dreck starren, den ich da auf dem Bildschirm habe. Ich sollte echt mal wieder in den Fernseher putzen. Kommt ja auch nur einmal alle 2 Jahre oder sowas dazu. Ja, fragt nicht, was da für ein Staub überhaupt auf dem Schrank da steht. Hör auf. Was? Die HP-Leiste ist in der... Warum sagst du mir, ich war doch schon mal hier. Na, es kann ja wieder heiter werden. Yay, Eisgummi, hey, toll, yay. Wollte ich schon immer mal haben, yay. Für, ich weiß nicht was. Achtung, yay. Irgendwas passiert da. Hauptsache es passiert irgendwas. Denk dran, Start drücken und Option auf Dauer. Ja, warte. Option. Schussmodus automatisch. Ja. So. Oh. Geil. Gleich was ganz anderes. Als das ewige Drücke. Was ist das? Es ballert auf mich. Das finde ich gut. Es ist tot. Oh Gott, so viel Zeug. So viel Zeug. Und noch mehr. Oh.
Wir haben auch so ein schlechtes Bild. Ja, bestimmt wegen meinem Dreck, ja. Das ist mal Qualität umschrauben. Geht ja zum Glück inzwischen bei mir. Ich würde sagen, dass so ein Pedo lacht, weil es gruselig ist. Und Pedos sind gruselig. Nein, Pedos sind einfach nur krank gekommen. Das hat mit Gruseligkeit nichts zu tun. Spinnen sind gruselig. Der fliegende Holländer ist gruselig. Ich bin gruselig. Aber ein Pedo? Na, einfach nur ekelhaft. Ist jetzt mal gut, du Zappelfuhrei? Meine Güte hier. So, Ende Gelände. Yay. Finde ich auch. Kinderspiel. Sions Typ 1 und 2 freigeschaltet. Mhm. Finde ich das jetzt toll? Ich glaube nicht. Hybrid Level 2 Entwurf erhalten. Yay! Ist das jetzt gut? Falcon Level 2 Entwurf erhalten. Finde ich das jetzt gut? Ich habe keine Ahnung. Erhalten, Heilung. Yay! Ja, ihr mich auch. Du und gruselig. Pah, da lachen ja die Hühner. Du bist Mammut. Gruselig ist was anderes. Es gibt Menschen, die finden mich gruselig. Aus berechtigten Gründen. So, dann wollen wir mal, ne? Landen in das Schloss des Biestes. Ja, ich will direkt reinlanden. Immer mitten rein in die Grütze. Wir haben nicht mal angeklopft. Hey, what is this place? It's huge! And sort of gloomy, don't you think? I wonder who lives here. Alte Bekannte. Hey, does anybody else recognize that? Hey, that's the beast! Maybe we should check up on him. Look! Come on! Beast's Castle. Yay! Das Schloss des Biests. Super. Das habe ich ja irgendwie in Teil 1 vermisst. Genauso wie die Welt von Mulan, die ja auch irgendwie fehlte. Weißt du, bekommst Mushu, aber hast halt mit Mulan nichts zu tun gehabt. Hey, ein paar Peppos. Immer fest drauf. Besiege die Herzlosen. Das kann ich. Na, einfach ein bisschen Feuer und dann wird das schon. Easy. Die haben doch keine Chance. Oh, come on, enough already. Somebody help us. Hat er gesagt, Zeit für die Herpes? Ich hoffe nicht. Ich mag das Biest. Aber nur in Biestform. Just in time. Uah. Yeah.
Meine Blume. Also ich wäre dann jemand, ich hätte dann da ein Gänseblümchen drin oder sowas. Gee, do you think he maybe forgot who we are? With this many heartless around, something must be up. Why do we have to do that? So. Oh, super. Dann könnte ich wieder kaufen gehen. Weil wir könnten eigentlich was kaufen, aber eigentlich halte ich es auch für nicht so nötig. Also derzeit zumindest noch nicht. Vor allem mit 754 Taler komme ich sowieso nicht so weit. So, haben wir noch was? Was ist das? Der Kamin ist kunstvoll ausgearbeitet. Muss ein Vermögen gekostet haben. Guck mal, der sich Gedanken macht. Gänseblümchen? Wirklich? Und das nach Undertale? Vielleicht gerade deswegen. Wobei, ich halte Flaue nicht unbedingt für ein Gänseblümchen. Ja. Was ist los? Ich dachte, ich hätte gerade bei der Treppe eine Frau gesehen. Ich sehe da nur Treppe. Oh, und wenn das Biest hier in diesem Schloss ist, dann muss diese Frau Belle gewesen sein, oder? Ja, zumindest sehr wahrscheinlich. Und Belle weiß vielleicht auch, was mit dem Biest los ist. Komm, wir müssen sie finden. Ja, dann mal hoch da. Okay, wir haben nicht gleich Gegner. Hier haben wir wieder Gegner. Okay. Ich möchte gern Batman. So. Würde es bitte. Danke. So, hier. Kann ich lang? Die Westhalle. Wahrscheinlich soll ich hier nicht lang. Ich gehe hier aber trotzdem lang. Warum? Weil ich es kann. So, was haben wir hier? Ein Mithril-Splitter. Super. All das gute Zeug, weißt du? Die kann ich auch zerstören? Tatsächlich. Na gut, dann sind aber nur die Drive-Kugeln drin, also eigentlich eher meh. So. Millionen trifft sich, möchte gern Herzlose später. Ich meine, das sind alles Erfahrungspunkte, ja? Haben oder nicht haben. Besonders hier in 50 Erfahrungspunkten haben wir wieder Level Up. Ist okay, kann man machen. Ja, noch mehr von denen, weißt du was? Hier. Heldenform! Mega unnötig. Aber ich hab's mal getan. Was? An diesen Rüstungen scheint kein Vorbeikommen zu sein. Ja, dann halt nicht. Was ist hier? Der Schrank scheint mir sehr verdächtig zu sein. Hau doch mal in die richtige Richtung hier. So, haben wir das auch mal genutzt? Diese tolle Fähigkeit. So. Eine seltsam geformte Kommode. An der ich nicht vorbeikomme. Aber da haben wir eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ein Achatsplitter. Ja klar, hätte ich auch sofort so gesehen. Mau, du hast ein neues Schwert bekommen. Ja, aber es ist halt Mana-Regeneration. Ich weiß ja nicht unbedingt, was ich mit Mana-Regeneration haben will. Also, es regt ja Mana, wenn ich Schaden bekomme oder sowas, ne? Hier. Stellt proportional zu erlittenen Schaden die MP wieder her. Ja. Gut, ist besser als nichts auf dem Schwert. Ist richtig. So, gib mir ein paar neue Drive-Kügelchen.
Einfach nur mal für den Fall eines Falles, man weiß ja nie. So. 100.000 Rüstungen später. Und dann sammle ich nicht mal alle Kügelchen ein. Like im Mammut. So. Einen haben wir noch. Schneller Limits verwenden? Ja, ist okay. So, dann jetzt aber. Bell hinterher. Ich wollte ja nur ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Wie eine Ente im Porzellanladen. Oh, I'm so happy you're here. Donald. Sora. Goofy. Hiya. Put me down. Ach, das war so eine Beherzumarmung. Donald soll sie mal nicht so anstellen. Wo ist das Biest? Oh, er wird im Westflügel sein. Wir reden seit einiger Zeit nicht mehr miteinander. Ja, wir retten auch nicht mehr miteinander. Das ist gut. Ist was vorgefallen? Ja. Ist einfach nicht der Grund, warum ihr hier seid? Na, ja, kann sein. Nicht ganz. Aber wir helfen trotzdem gern. Wenn wir schon mal da sind. Das Biest will also nicht mit dir sprechen. Er verhält sich sehr komisch in letzter Zeit. Die einzigen, die wissen könnten, warum, sind im Verlies eingesperrt. Ich will ihnen ja helfen, aber... Einen Moment bitte. Wer hat wen eingesperrt? Das Biest hat seine Bediensteten eingesperrt. Aber warum? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Wo ist dieses Verlies? Ihr erreicht das Kellergewölbe von Westhalle aus, dort wo ihr gerade eben schon gewesen seid. Aber ihr wolltet ja unbedingt erst dahin gehen. Ja, doof für euch, ihr müsst ihr dann auch mal hin. Das Verlies ist dort unten. Westhalle, alles klar. Seid vorsichtig. Daumen hoch. Favorisieren. Abonnieren. Teilen auf Facebook. Keine Ahnung, ich kann das auch falsch machen. Megaformel. Und was ist das? Karte vom Schloss. Ja, muss ja auch unbedingt so eine mega große Truhe sein. Unbedingt. Ich glaube, es hackt. So. Der Ostflügel. Oh, hier ist noch eine Kiste. Wieso habe ich die vorhin übersehen? Ach, guck mal, das ist unsere herzallerliebsten Dickmann wieder. Alter, Schockwelle der alten Hahn oder was? Amo, du weißt schon, dass es ein Kamehameha ist? Ja, ist trotzdem eine Schockwelle. So, Volltreffer haben wir auch mal gemacht. Läuft. Aha. Ich weiß, warum wir es übersehen haben, weil da einfach eine Schwarzblende kam und wir dann plötzlich einfach da waren. Mysteriös. Da war so ein Symbol, ich hab's gesehen. So ein grünchen Symbol. Fürs richtige Prinzesschen in mir. Dickmann hat mich getötet eben. Es muss hier irgendwo einen Weg geben, der ins Kellergewölbe führt. Vielleicht dieser total auffällige Schrank? Nein.
Gehen wir mal hin und fragen nach. Hier ist er. Ha, wusste ich doch. Was wird das, wenn man fragen darf? So ein gemeiner Schrank. Dann reden wir mal mit dem Schrank. Versuche, die Kommode zu verschieben. Achso. Schieben, schieben, schieben. Aua! Es tut weh. Na komm. Ja. Das führt weder vorn noch hinten hin, irgendwo hin. Vielleicht in die andere Richtung. Was? Wegen des Vorsprungs kann man sie von dieser Seite nicht verschieben. Welcher Vorsprung? Habt ihr sie noch alle? Alter! Versuche es nochmal, wenn sie schläft. Denke daran, dabei ganz leise zu sein. Ah, okay. War es nicht. Oh, beweg dich doch nicht wieder hier zurück. Ganz vorsichtig mit solchen Schränken. Ganz vorsichtig. So. Geht doch. Ich hatte es mir hier so schön gemütlich gemacht. Kann ich euch helfen? Hm? Was? Ach ja, Bam möchte, dass wir für sie in das Verlies gehen. Heiliger Bimbam, ihr wollt meinen Freunden helfen? Warum sagt ihr das denn nicht gleich? Verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Wisst ihr, ich war auch mal ein Mensch, bis die Zauberin mich verhext hat. Wurde zu einer Kommode, als auch der Prinz in ein Biest verwandelt wurde. Der Prinz wurde zum Biest? Das Biest ist ein Prinz? So ist es, obwohl sein Benehmen damals alles andere als eines Prinzen würdig war. Und ihr wurde verzaubert? Es trug sich an einem kalten Winterabend zu. Aber lassen wir das. Ihr könnt euch den Rest anhören, wenn ihr die anderen gerettet habt. So habt ihr wenigstens etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Schrankboss geschafft. Also sowas. Nun geht, husch. Das Verlies ist feucht und kühl. Jedenfalls kein Platz für eine Uhr. Eine Uhr? Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Also gut, dann wollen wir mal. Okay. Ab ins Verlies. This must be it. Der Türboss. Na klasse. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Chaka, die schaffen das. Und zwei Krönchensymbole. Aua, hallo. Hätte ich jetzt mal meine Drive-Fähigkeit noch, ne?
Hätte, 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 Fahrradkette und so. Alter. Hey, ich wurde geheilt. Das passiert nicht oft. So, einer weg. So, und jetzt immer fester auf die Tür. Immer fester auf die Tür. Immer fester auf die Tür. Feuer! Marsch! Und macht gut Schaden auf die Tür. Das läuft sehr gut. So. Bei der Macht des Schlüssels. Des Heiligen Geistes. Oder so ähnlich. So, einmal hier. Und einmal da. Alles meins. Die hier sind wahrscheinlich einfach wieder welche, wo ich später vielleicht mal durch kann. So, wie kriege ich jetzt die Tür auf? Wahrscheinlich erst, wenn alle Gegner vernichtet sind, ne? Was bist du denn? Hallo? Du hast mir zu viel Lebensenergie. Was? Die Türen sind wieder da. Nein, nicht die Türen. Okay, weißt du was? Hier. Heldenform. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, ne, dann aber auch mal verwenden hier. So, darf ich jetzt? Ich glaube immer noch nicht. Jetzt aber. Gibt's ein ordentliches Level Up. Die sehen fast so aus wie dieser Kaninchen-Digimon. Das ist Staffel 3. Ich glaube, ich habe nur Staffel 1 gesehen damals. Und 2 reingeschnuppert oder so. Ist lange her. Ja, ja, damals. Aber ich mochte auch das eine Intro. Das mit Lebt dein Traum und so was. Ach ja. Ob das Verlies wohl hinter dieser Tür liegt? Los, wir müssen diese Bediensteten befreien. Also gut, gehen wir. Okidokidokidi. Da mal ran an den Speck. Oder auch an den Brokkoli. Ran an den Brokkoli. Das klingt gut. Ran an den Brokkoli. There's nobody here. You mean there's nobody to rescue? Did someone say rescue? Oh. Shh. Keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah, Belle sent us to find you. Das war auch Staffel 1 mal. Ja, sag ich doch. Wow. I'm Sora. Donald. Goofy. Stay back. Don't cut. I am self-winding, sir. I am not Goofy. I'm glad you're okay. It is we who are overjoyed to see you. Did somebody put a spell on you guys, too? No. Yes, that's right. You've heard. It was the Enchantress. It seems so long ago. It was a cold winter's night. An old beggar woman came to the castle and asked for shelter. But the master of this castle, that is, of course, the prince... Stop that! Put me down this instant! Thank you. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schenkte die Frau davon. Wie entsetzlich! Oui, er war ein verzogener Prinz. So selbstsüchtig und, wie soll ich sagen, grausam. Lumiere? Jetzt wird's französisch. Sie warnte ihn,
sich nicht täuschen zu lassen, da man die Schönheit im Verborgenen findet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie ihn in ein scheußliches Biest und verzauberte das Schloss in alle, die darin lebten. Unfassbar, was für eine Geschichte. Gibt es irgendetwas, das wir für euch tun können? Wir schnappen uns die Zauberin. Aber nicht doch. Wir wissen bereits, was zu tun wäre, aber in seiner gegenwärtigen Gemütslage... Er verhält sich in der Tat seltsam. Es ist fast so, als hätte er vergessen, wie man anderen vertraut. Du glaubst doch nicht, dass er in einen Herzlosen verwandelt wurde. In einen Herzlosen? Unfassbar! Wenn die Herzlosen etwas damit zu tun haben, ist es gut, dass wir hier sind. Dann wollen wir mal die Spieß suchen. Französisch. Ja. Hier bitte Französisch einfügen, danke. Wenn die Monsieur mir folgen wollen, ich kenne eine Abkürzung. Ich hasse Französisch. Ich habe es absichtlich nicht gewählt. Damals in der Schule, auch wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, es zu lernen. Nein, einfach so grundsätzlich so. Nein. Eine der Sprachen, die ich niemals lernen wollen würde. So, dann können wir jetzt hier mal speichern. Dann machen wir eine kleine Pause, ganz kurz. Und dann sehen wir uns dann so in 3 Minuten ungefähr wieder. Und ja, in der Zeit gibt es jetzt für euch halt wieder die übliche Pausenmusik. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich.
Ins Mikrofon, bitte warten. Das falsche Mikrofon. Moment. Oh. Ich mache noch mal ganz kurz den Stream aus und dann sehen wir uns dann gleich noch mal wieder. Kleinen Moment.